Michael Kahn, technische Analyse, klar und einfach. Michael Kahn ist ein erfolgreicher technischer Analyst und wir haben mit ihm zusammen die technische Analyse neu aufgelegt in unserer bewährten Börse-Online-Edition. Worum geht's? Jeder Anleger kann und sollte die technische Analyse benutzen. Mit ihrer Hilfe kann man feststellen, ob eine Aktie vielleicht ein tolles Chancen-Risiko-Verhältnis birgt, ob sie vielleicht eine attraktive Aktie ist, in welche Richtung sich der Markt entwickelt und ob es Sinn macht, in einen Trend mit einzusteigen, das heißt, um zu kaufen oder nicht zu kaufen. Michael Kahn hat in seiner Neuauflage dieses Titels ein paar ganz exzellente Sachen mit reingepackt, die dem Anleger von heute auf jeden Fall von Nutzen sein werden. Das heißt, auch ein paar Extremereignisse sind berücksichtigt. Das heißt, was passiert, wenn sich Immobilienblasen bilden? Wie sind davon Aktien betroffen? Wie gehe ich mit schwarzen Schwänen um, also Ereignissen, die plötzlich urplötzlich und urgewaltig auftreten, wie zum Beispiel die Finanzkrise? Und er hat ein paar Fallstudien mit dabei, wo man sozusagen wirklich praxisrelevant lernen kann, wie die technische Analyse im richtigen Leben funktioniert. Jack Schwager, die erfolgreichsten Strategien der Magier der Märkte. Jack Schwager ist jedem Trader ein Begriff. Er hat damals mit Magier der Märkte quasi den Grundstein dafür gelegt, wie man von den ganz Großen lernen kann, wie man quasi von den Besten der Besten die Essenz für sein eigenes Trading mitnehmen kann. In seinem neuen Buch hat er quasi nochmal die Essenz seiner ganzen lebenslangen Arbeit zusammengefasst. Das heißt, 10 Prinzipien, die sozusagen für jeden Trader allgemeingültig sind. Wir alle wissen, es gibt erfolgreiche Trader, es gibt weniger erfolgreiche Trader, aber was allen erfolgreichen Tradern gemeinsam ist, stellt Jack Schwager in seinem neuen Buch vor. 10 Prinzipien, die für jeden Trader gelten, die jeder Trader kennen muss. 10 ganz wichtige Dinge, die einfach jeder Trader kennen muss, um quasi mithilfe seines eigenen Stils, seiner eigenen Marktkenntnisse gut zu traden, gut zu arbeiten und am Ende wirklich erfolgreich sein. Jack Schwager, einer der bekanntesten Autoren zum Thema Trading, die 10 wichtigsten Prinzipien hier bei Ihnen in seinem neuen Buch. Stephen Leeb und Gregory Dorsey, die gelbe Gefahr. Stephen Leeb ist ein hoch angesehener US-Ökonom und ein Experte für den asiatischen Raum und insbesondere China. In seinem Buch beschreibt er den vielleicht schon etwas unheimlichen Aufstieg Chinas zur dominanten Weltwirtschaftsmacht. In Kürze werden sie wahrscheinlich die USA als dominante Macht ablösen. Das Ganze wird vielleicht nicht ohne Konflikte vonstatten gehen. Schon jetzt ist es so, dass sich China beispielsweise in Afrika massiven Zugriff auf die Rohstoffe dort verschaffen möchte. Die afrikanische Bevölkerung leidet zum Beispiel unter vielleicht nicht ganz so top chinesischen Arbeitsbedingungen dort. Ganze Länder bluten aus, weil China das erwirtschaftete Geld mit diesen Rohstoffen sofort ins Ausland schafft. Ein großes Problem ist natürlich auch, dass China den Großteil der seltenen Erden auf der Welt besitzt und quasi vor den anderen ein bisschen versteckt hält, um quasi selber davon zu profitieren. Wie quasi dieser Aufstieg Chinas zur dominanten Weltmacht weitergeht, was für Probleme auftauchen, beschreiben die beiden Ökonomen in ihrem Buch Die gelbe Gefahr.